Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Osu. Ja, lange ist her. Es kam ein neues Update mit einem neuen Modus, welchen ich euch vorstellen werde. Es ist Osu Mania. Ein Modus, mit dem ich nicht gut drauf zu sprechen bin. Ich zeige einfach mal rum. Ich zeige es anhand dieses Liedes. Die Steuerung ist ähnlich wie ein Klavier. Man benutzt D, F, J und K. Und ja, ich zeige einfach mal, wie das dann aussieht. Da haben wir hier, müssen wir rechtzeitig drücken. Gibt, je nachdem, wie rechtzeitig man das drückt, eben entsprechend viele Punkte. Sieht einfach aus. Aber bei sowas wird es dann auch schon unlustig. Nicht mein Favorit. Aber das Lied mag ich. Ist aus Brawl, wenn ich mich recht erinnere. Erinnere. Tutentum. So. Man sieht, es gibt keine Pausen. Also zumindest habe ich bei den Liedern, die ich gespielt habe, nie Pausen gehabt. Ich habe Angel of Darkness probiert, When the Rain Begins to Fall. Ah, das ist auch immer so eine Kacke, ey. Hier seht ihr mal, wie ich so richtig in einem Modus abkacke, wenn es nicht gerade Taiko ist. Vor allem diese Doppeldinger hasse ich. Ey, okay, diesen Modus werdet ihr sich definitiv nicht von mir sehen. Außer jetzt. Es sind wirklich nur diese Sachen, die da kommen. Also gibt's nicht großartig viel zu erzählen. Ist ein bisschen eintönig. Genau wie fallende Früchte, aber. Ja. Nicht so meins. Deswegen widmen wir uns den letzten Liedern von Osu. Lightcore meine ich. Es sind das hier. Und Infinity. Also, viel Spaß. Und kein Kommentar zu dem. Übrigens noch eine Anmerkung. Ich meine doch mit den Kommentaren, dass
Da habe ich, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich werde nicht sofort blocken. Ich werde einfach die Kommentare entfernen. Und dementsprechend, ja, also ich, ja, ist zwar noch nichts passiert, aber nur um es schon mal zu sagen. Das letzte Necrolied schmerzt mich ein bisschen zu machen, da ich die Necrolieder liebe. Vielleicht gibt es auch mal ein Special, wo ich versuche, so viel wie möglich SS-Rang zu machen. Aber erstmal Infinite. Fast 100%. Nun ja. Oh, plus 700 Ränge, ey. So. Das war's dann also mit Nightcore. Ich scroll mal die ganze Lieder auf. Und wir beginnen mit His World. Von Sonic. Ich mache aber mal das Lied ein bisschen leiser.
304, 404. Nicht schlecht, muss ich eigentlich sagen. Vor allem, da ich die meisten Lieder jetzt noch nicht gespielt habe, könnte es noch eine Herausforderung für mich werden. Das habe ich schon gespielt. Das mag ich, das Lied ist geil. Der sind wir Detris. Oh. Okay. Plus 2400 Ränge, das ist dann. Oha. Das ist Nightcore. Scott Pilgrim. Man hat vielleicht eben bei Tetris gesehen gehabt, dass ich ein paar Fehler schon in der vorherigen Map hatte. Also beim vorherigen Versuch, lag daran, wenn ich die Map zum ersten Mal spiele, weiß ich ja nicht, was auf mich zukommt. Also, sowas ist ganz normal. Und wir gehen jetzt hier rüber.
Oh, der Buhn hat einen Fehler gemacht. Ihr merkt vielleicht schon, die Lieder, die ich jetzt noch habe, sind hauptsächlich von Spielen. Also nicht wundern, ne? Jetzt kommt nämlich Animal Crossing. muss ich selber ein bisschen schmunzeln, gebe ich zu. Ich habe eine Skype-Nachricht. Ah, verstehe. Verstanden. Pokémon Rubin Safe Game. Ja, einfach nur schön. Ich muss sagen, ich habe dieses Spiel selber schon mal ein bisschen gesucht. Rang 70, wird der. Ne, 53. Was? Was denn jetzt? Okay, Naiko, Naiko, Naiko. Ah, Mega Man. Ich hasse dieses Spiel. Ist extrem schwer, Mann. Okay, beginnen wir einfach mal. Viel Spaß. Sehr schön. Rang 290, aber ich schaue lieber hier. 272, das ist irgendwie. Irgendwas ein bisschen buggy, glaube ich. Okay, Marco. Was ist denn das?
überhaupt ein Spiel-Soundtrack? Mysteriös. Rang 70 sagt das, aber ich bin Rang 60. Ja, ich würde sagen, ich beende hier einfach mal die Story. Story vor allem. Die Aufnahme. Ich schreibe mir schnell auf. Cave Story. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bei diesem Lied. Und ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich war's wieder, Source Fact 3x6 hier mit Ozu. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Wir sehen uns dann demnächst. Ciao.